Die Bayernwahl erschüttert die politischen Grundfesten der Koalition. Für hauptverantwortlich wird Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer gehalten, der einen Rücktritt ablehnt. Ich führe auch heute keine Personaldiskussion über die. Kanzlerin Angela Merkel wundert sich vordergründig über den Verlust der Wählergunst im ehemaligen konservativen Kernland. Selbst bei besten Wirtschaftsdaten, bei fast Vollbeschäftigung in fast allen Teilen Bayerns, reicht das für die Menschen noch nicht aus, wenn etwas nicht da ist, was eben so wichtig ist, und das ist Vertrauen. Die Allianz der konservativen christlichen Parteien hat sich in Grabenkämpfen zerschlissen. Seehofer wollte die drohenden Verluste am rechten Rand eindämmen, indem er selbst immer weiter nach rechts rückte. Im Ergebnis hat er seine Partei gespalten, aber Seehofer will weitermachen. Die Kanzlerin wird unter weiteren Druck geraten und sie muss in dem Parteitag im Dezember entscheiden, ob sie beides bleiben will, Parteivorsitzende und Kanzlerin. Bleibt sie nur noch Kanzlerin, ist das schon das Anfang vom Ende, sozusagen die Kanzlerdämmerung. Deshalb glaube ich, sie wird auch Parteivorsitzende bleiben. Das heißt aber kein neuer Aufbruch, keine neuen Ideen, nichts Neues, Kreatives. Letztendlich doch ein Weiter-so wie bisher.